sehr emotional, wie man sehen kann. Michael, was geht dir gerade durch den Kopf nach dem wahrscheinlich wichtigsten Sieg deiner Karriere im MMA? Ich weiß, dass viele Leute hierher gekommen sind, um mich fallen zu sehen, um mich bluten zu sehen. Ich muss euch leider enttäuschen. Ich habe viel geblutet, aber in der Vorbereitung, zwei Wochen davor, vor dem Kampf, habe ich mir die rechte Hand gebrochen. Ich wurde vor 12 Tagen operiert. Und ich glaube, der Alex hat mir in der ersten Runde die linke Hand gebrochen durch seinen Stahlschädel. Also irgendwie hatte ich beide Hände nicht mehr im Kampf. Aber zu meinem Vorteil, ich habe dann die Ellenbogen genutzt und für mich ein wahnsinniges Gefühl, ein sehr, sehr starker Sieg für mich. Vielleicht an dieser Stelle ein paar Worte zu deinem Gegner, der tatsächlich wirklich im wahrsten Sinne des Wortes einen Granitschädel hat. Das hat er nicht nur in diesem Fight gezeigt, sondern in vielen anderen auch. Wie war es mit ihm im Cage zu stehen? Du hast so ein paar Elbows dagegen gefeuert, ein paar harte Fäuste. Was sagst du dazu? Das ist unglaublich. Mir tun sogar die Ellenbogen weh von seinem Schädel. Also ich weiß nicht, was er da drin hat, aber er kann sehr, sehr viel einstecken. Ich kenne selten Kämpfer, die die Backkicks so einstecken. Und es war ein super Kampf, es hat Spaß gemacht. Ich glaube, ich habe auf diesen Fight sehr, sehr viel gelernt. Zum Thema Lernen. Am Anfang, als du reinkamst, hat man sehr, sehr viele Buhrufe gehört. Jetzt hat sich das so ein bisschen geändert. Glaubst du, du hast dir den Respekt von dem einen oder anderen Fan durch diese Leistung auch verdient? Ja, ich kenne das ja mit diesen Buhrufen. Ist ja nichts Neues für mich. Letztendlich weiß ich, wer hinter mir steht, wer meine Fans sind. Und die es nicht sind, ist mir eigentlich relativ egal. Ich werde meinen Weg immer weiter und immer weiter gehen. Die können mich noch so viel hassen, die können mich noch so viel bespucken. Ich werde immer wieder in den Cage gehen, ich werde immer wieder ausstehen, ich werde immer wieder weitermachen. Ich meine, welcher Vollidiot kämpft mit der gebrochenen Hand 12 Tage, seinen wichtigsten Kampf. Und das zeigt, glaube ich, auch Herz. Der ein oder andere, richtig, der ein oder andere hatte sich gefragt, was kann Michael Smolik am Boden? Heute gab es so einen kleinen Funken davon. Wie zufrieden bist du mit der Leistung, was den Bodenkampf angeht? Du hast ja so einen richtig schönen Sweep da nochmal rausgeholt und hast am Ende nochmal aus der Oberlage das Ding beendet. Ja, also ich kam gut klar. Ich wusste natürlich, dass er versucht, mich auf den Boden zu bringen. Wir haben viel Takedown-Defense geübt. Ich glaube, man hat jetzt auch gesehen, dass ich ein bisschen was von der Takedown-Defense kann. Es hat ihn sehr viel Kraft gekostet, mich, glaube ich, ein bisschen weniger. Und dann gegen Ende hat er mich runtergebracht. Aber ich habe sehr, sehr gute Jungs, mit denen ich trainiere im Training, die auch auf dem Boden sehr, sehr stark sind. Und deswegen kam ich auch super klar und bin zufrieden mit der Leistung, auch was Takedown-Defense und Boden betrifft. Das Halbschwergewicht, diese in Anführungsstrichen neue Gewichtsklasse für dich, was sagst du dazu? Bleibst du hier? Willst du irgendwo hinwandern? Willst du weiter runter? Wie soll es weitergehen mit dir? Mein Trainer wird mich gerne weiter unten haben, aber da habe ich erstmal keinen Bock drauf. Der Weightcut für mich, der war okay, aber ich bin es halt gewohnt, Schwergewicht zu kämpfen. In der Halbschwergewichtsklasse fühle ich mich sehr wohl. Weightcut war in Ordnung, war zwar hart und ich denke, ich werde auch zunächst mal in dieser Klasse bleiben. Eine kleine Frage im Vorfeld. Auf der Waage konntet ihr alle sehen, wir haben ja die Bilder gesehen, schwarze Kontaktlinsen. Du trägst des Öfteren Kontaktlinsen, wenn du deinem Gegner gegenüberstehst. Was hat es damit auf sich? Ich wusste, dass die Frage kommt, aber das werde ich dir noch nicht verraten. Irgendwann mal vielleicht. Das bleibt mein kleines Geheimnis. Alles klar. Eine Frage habe ich noch. Der Name Christian Eckerlin wurde ja des Öfteren in den Raum geworfen von dir und von ihm. Wie soll es in Zukunft damit weitergehen? Ist er noch auf deinem Radar und hast du vielleicht dazu ein paar Worte? Also ich sage mal eine Sache. Wer meine Mutter beleidigt, dass sie in der Stange in seinem Club tanzen soll, als Familienvater, wer solche Sachen sagt, der geht nicht aus meinem Kopf. Also wenn er den Kampf will nächstes Jahr, werde ich den Kampf bestreiten, gegen ihn fighten. Wenn nicht, dann nicht. Ich habe keinen Bock, ewig über Eckelin zu sprechen. Ich habe meinen Weg, ich habe andere Gegner, ich habe Top-Gegner, so wie ein Alexander Wesner. Da werden noch viel, viel andere kommen. Von dem her, wenn er einer auf meiner Liste sein will, kann er gerne kommen. Wenn nicht, dann nicht. Ist mir scheißegal. Ich habe keinen Bock mehr, über ihn zu reden. Klasse, dann muss ich ja nur noch gratulieren nach einer wirklich beherzten Leistung heute. 3-0, du bleibst weiterhin ungeschlagen im MMA. Das letzte Wort würde ich gerne dir überlassen. Was hast du noch auf dem Herzen? Zunächst einmal alles, was im Vorfeld war zwischen Alex und mir, ist hier natürlich vergessen. Sehr, sehr guter Kämpfer. Ich glaube, ich kann im Training noch das eine oder andere von ihm im Ring oder auf dem Boden lernen, wenn da mal eine Sprengsanheit oder so in Zukunft drin sein sollte. Ansonsten vielen, vielen Dank für alle Fans, die gekommen sind, auch für die, die mich ausgebucht haben. Danke für die Motivation. Und natürlich auch vielen, vielen Dank an meine Ecke, mein Team, an meinen Trainer, an meinen besten Freund, an meine Freundin und an meine ganze Familie, dass sie hinter mir steht. Man holt so einen Sieg nicht alleine, sondern man hat immer ein Team und Leute hinter sich. Und das macht einen stark. Und so habe ich den Sieg auch heute geholt. Danke, dass ihr heute da wart und zugeschaut habt. Vielen Dank, Michael Smolik.